Wir reden heute sehr viel über künstliche Intelligenz. Heute Vormittag ist der Begriff mindestens 20 Mal gefallen. Und die Basis der künstlichen Intelligenz sind im Wesentlichen von Menschen programmierte, selbstlernende Algorithmen. Ich persönlich bin überzeugt, dass viele von Ihnen erleben werden die Geburt von Systemen mit natürlicher Intelligenz. Intelligenz, die auf den Prinzipien der Selbstorganisation und der Synergetik beruhen. Ich habe ja heute Vormittag schon erwähnt, dass ich mein Berufsleben nach der Promotion bei IBM gestartet hatte und 1993, als das noch nicht so ein großes Thema war, habe ich bei der IBM ein Symposium organisiert zum Thema Synergetik mit dem Untertitel Selbstorganisation als Erfolgsrezept für Unternehmen. Der wesentliche Beitrag in dem Buch und bei dem damaligen Symposium stammte von Professor Hermann Haken. Und ich habe nun die überaus große Ehre, Ihnen Herrn Professor Dr. Hermann Haken ankündigen zu dürfen. Hermann Haken ist emeritierter Professor des Lehrstuhls für theoretische Physik der Universität Stuttgart und Begründer genau dieser gerade genannten Synergetik und den Prinzipien der Selbstorganisation. Hermann Haken hat schon 1962 eine abgeschlossene Theorie des Lasers vorgestellt und auf diesen Erkenntnissen das Prinzip der Selbstorganisation von Nicht-Gleichgewichtssystemen abgeleitet, was Ende der 60er Jahre zu der Entwicklung der Synergetik führte. Hermann Haken ist vielfach ausgezeichnet worden, um nur einige zu nennen, fünffache Ehrendoktorwürde, der Orden Pour le Mérite, das große Bundesverdienstkreuz mit Stern, die Max-Planck-Medaille, die Lorenz-Oken-Medaille und viele andere mehr. Sein Thema heute, Synergetik und Selbstorganisation mit dem speziellen Fokus auf unser Thema. Herr Professor Haken, ich darf Sie bitten. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute im Rahmen der Steinbach-Stiftung bei Ihnen zu sein und etwas über mein Arbeitsgebiet zu berichten. Das Wort Synergetik habe ich vor fast 50 Jahren geprägt, um damit ein Gebiet zu kennzeichnen, das es damals noch gar nicht gab, von dem ich aber hoffte, dass es entstehen würde. Synergetik bedeutet praktisch die Lehre vom Zusammenwirken. Wir befassen uns hier mit komplexen Systemen. Das sind Systeme, die aus einzelnen Teilen, Elementen oder Untersystemen bestehen. Diese Teile tauschen Stoffe oder Energie oder beziehungsweise und Information aus. Aufgrund dieses Austausches, aufgrund dieser Kooperation, gelingt es den Teilen auf der makroskopischen Ebene der Systeme neue Eigenschaften zu erzeugen, die die einzelnen Teile nicht hervorbringen können. Es entstehen dabei oft makroskopische Strukturen. Das können zeitliche Strukturen sein, zum Beispiel kollektive Oszillationen. Das können räumliche Strukturen sein, zum Beispiel spezielle Anordnungen der Elemente. Oder funktionelle Strukturen, zum Beispiel eben bestimmte Arbeitsabläufe. Und das Wesentliche hierbei ist, in unserer Betrachtungsweise, dass diese Strukturen ohne eine äußere ordnende Hand zustande kommen. Diese Elemente finden ihre makroskopischen Strukturen dann ganz von alleine. Wir sprechen deshalb hier von Selbstorganisation. Und die Frage, die ich damals vor fast 50 Jahren stellte, ist, gibt es allgemeine Prinzipien der Selbstorganisation, unabhängig von der Natur der Teile? Und das war damals eine verrückte Frage, nämlich die Teile konnten zum Beispiel Moleküle in einer Flüssigkeit sein oder ganze Gruppen von Menschen bis hin zu Wirtschaftssystemen. Aber wir haben Glück gehabt, und wir konnten im Laufe der Zeit
eine relativ umfassende mathematische Theorie entwickeln und viele konkrete Anwendungen finden, die, wie ich glaube, sogar zu einer Art Weltbild geführt haben. Bei der Auffindung dieser Prinzipien hat mir ein physikalisches Instrument sehr geholfen, der Laser. Man brauchte sozusagen eine Aha-Idee und die kam durch die Beschäftigung mit dem Laser. Ich nenne das das Laser-Paradigma. Ein Beispiel für eine solche Lichtquelle ist eine Glasröhre, die mit einem Gas aus einzelnen Atomen gefüllt ist. An den Enden der Glasröhre sind Spiegel befestigt, die dafür sorgen, dass das Licht, das mal von den Atomen ausgesendet wird, relativ häufig hin und her läuft und so intensiv mit den Atomen in Wechselwirkung treten kann. Durch einen der halbdurchlässigen Spiegel kann dann das innen erzeugte Licht, das sogenannte Laserlicht, austreten. Durch diese Anordnung wird dann ein elektrischer Strom geschickt, der die einzelnen Atome energetisch anregt. In einer normalen Lampe passiert dann Folgendes: Die einzelnen Atome werden unabhängig voneinander angeregt, sie strahlen unabhängig voneinander ihre Lichtwellen ab, und wenn wir dieses Licht hören könnten, dann wäre es wie das Rauschen des Meeres. Erstaunlicherweise passiert aber beim Laser etwas völlig anderes. Es entsteht eine völlig gleichmäßig hochgeordnete Lichtwelle, die wir als einen reinen Ton wahrnehmen würden, könnten wir sie hören. Und hier ist eben kein Kapo, kein Vorarbeiter da, der den einzelnen Atomen sagt, jetzt müsst ihr ausstrahlen, sodass diese schöne Welle zustande kommt. Wir haben hier also ein erstes Beispiel des Prozesses der Selbstorganisation. Und das führt natürlich zu der Frage, wie ist denn der Mechanismus dieses Vorgangs? Ein erster Schritt ist schon Einstein zu verdanken mit dem Konzept seiner stimulierten Emission. Ich komme gleich darauf zurück, was dies bedeutet. Jedenfalls ist das Wort Laser ein Kunstwort mit den Anfangsbuchstaben Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Was ist nun der Mechanismus, der hier zustande kommt? Zunächst einmal wird ein einzelnes Atom ausstrahlen, spontan, aber trifft es dann auf ein zweites Atom, diese Lichtwelle auf ein zweites Atom, so wird dieses Atom gezwungen, diese erste Lichtwelle zu verstärken, und so geht das mit immer mehr Atomen weiter. Es kommt dann zur Bildung einer Lichtlawine. Das erklärt schon, warum der Laser so intensiv sein kann. Aber nun kommt etwas Wichtiges hinzu, nämlich Lichtwelle ist nicht gleich Lichtwelle. Es gibt Lichtwellen, die relativ langsam hin und her schwingen, Lichtwellen, die relativ schnell hin und her schwingen. Und zwischen diesen verschiedenen Wellen, die jeweils verstärkt werden, kommt es nun zu einem Wettbewerb. Diejenige Welle, die am effizientesten die Energie in den Atomen abrufen kann, gewinnt diesen Wettbewerb und verdrängt alle anderen. Diese gewinnende Lichtwelle bezeichnen wir im Fachjargon der Synergetik als den Ordner oder auf Englisch Order Parameter. Wenn nun eine solche Lichtwelle sich gebildet hat und auf die einzelnen Atome trifft, dann passiert Folgendes. Jedes Atom ist wie ein Dipol, positive und negative Ladung schwingen gegenseitig und diese Welle zwingt nun diese Dipole zum kohärenten Mitschwingen. Im Fachjargon der Synergetik bedeutet das, dass die Welle die einzelnen Atome versklavt. Und damit kommen wir schon anhand dieses einfachen Beispiels zu Grundbegriffen der Synergetik. Wir betrachten ein System, in unserem Falle
das aus vielen einzelnen Atomen besteht und die Umgebung, zum Beispiel die Glasröhre und insbesondere der durchgeführte Strom. Und jetzt kommen die Grundbegriffe. Das erste ist der Begriff des Kontrollparameters. Er wird von außen her fixiert. Das zum Beispiel der elektrische Strom beim Laser. Das kann in der Flüssigkeitsdynamik das Temperaturgefälle zwischen Flüssigkeitsschichten sein. Oder auch, wenn wir zum Menschen übergehen, kann das von innen fixiert werden. Zum Beispiel der Hormonspiegel durch Neuromodulation. Und wir wissen alle, zum Beispiel bei Menschen wissen wir, wenn die Hormone sich ändern, dann kann sich sogar die äußere Gestalt des Menschen ändern. Wenn ein Kontrollparameter eine kritische Größe überschreitet, dann führt das zu einer Instabilität des Systems. Zum Beispiel, wenn wir eine Kugel in einer Vase haben, dann ist die Lage stabil. Wenn wir die Kugel etwas auslenken, dann wird die Kugel wieder zurückrollen. Drehen wir die Vase um, dann können wir die Kugel oben auf der Vase zunächst einmal hinstellen, aber dann genügt die kleinste Schwankung, der kleinste Stoß, um sie aus dieser instabilen Lage zu entfernen. Dabei spielen bei diesen Prozessen sogenannte kleine Stöße oder Zufallsschwankungen oder in anderen Worten Fluktuationen eine wichtige Rolle. Schon an diesem Beispiel sehen Sie, dass es ganz entscheidend ist, ob der Stoß nach rechts oder links passiert, je nachdem wir die Kugel weit rechts oder weit links hinunterrollen. Diese Fluktuationen treten bei praktisch allen Selbstorganisationsprozessen aus. Beim Laser ist das etwa die spontane Emission einer Lichtwelle. In Flüssigkeiten können das thermische Schwankungen sein. Auf soziologische Anwendungen komme ich noch zu sprechen. Wenn erst einmal eine solche Aktion in Gang gesetzt ist, dann bilden sich verschiedene Konfigurationen aus. Zum Beispiel die verschiedenen Lichtwellen. Oder bei Flüssigkeiten bestimmte Bewegungsmuster, zum Beispiel bestimmte Wirbel. Oder in der menschlichen Motorik, wir bekommen dann Bewegungen etwa parallel oder symmetrisch. Diese Konfigurationen werden nun durch bestimmte Ordner, makroskopische Größen, beschrieben. Dabei ist wichtig, dass sich nur eine oder wenige Konfigurationen durchsetzen. Aber der Ordner beschreibt nicht nur die makroskopische Konfiguration, er versklavt auch die einzelnen Teile. Das haben wir vorhin beim Laser gesehen. Diese Lichtwelle zwingt die einzelnen Atome zum kohärenten Mitschwingen. Das ist das Versklavungsprinzip der Synergetik, das übrigens die Soziologen nicht so gerne hören, weil die sagen, ein Mensch kann nicht versklavt werden. Das ist eine eigene Diskussion, die können wir hinterher noch führen. Kurz und gut, der eine Ordner bestimmt das Verhalten von vielen Teilen. Oder etwa im Gehirn, ein bestimmtes Konzept, eine Idee bestimmt sogar unser Verhalten. Durch dieses Versklavungsprinzip kommt es zu einer enormen Komplexitätsreduktion. Die einzelnen Teile zu beschreiben, erfordert sehr viele Daten. Den Ordner zu beschreiben, erfordert wenig Daten. Das heißt, hier wird die Komplexität des Systems sehr stark reduziert. Diese Ordner und Teile sind dynamische Systeme, die jetzt von einem hochdimensionalen Raum auf einen niedrigdimensionalen Raum reduziert werden. Und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt der Synergetik herein, die zirkuläre Kausalität. Wir sind im menschlichen Leben gewohnt, jetzt kommt die Ursache, dann kommt die Wirkung. Aber hier ist das eben anders, nämlich wir haben gesehen, der Ordner versklavt die einzelnen Teile. Er bestimmt deren Verhalten. Aber umgekehrt, durch das kollektive, geordnete Verhalten der Teile entsteht erst der Ordner. Das ist eine zentrale Einsicht der Synergetik. Lassen Sie mich zum Beispiel des Lasers zurückkehren. In diesem Bild, das nächste Bild, habe ich
nach rechts die zugeführte Stromstärke in der Glasröhre etwa aufgetragen, nach oben die ausgestrahlte Leistung in dem speziellen Modus, dieser speziellen Laserwelle. Und nun passiert etwas, das wir vorausgesagt haben und das experimentell wunderbar bestätigt worden ist, nämlich oberhalb der Schwelle steigt diese ausgestrahlte Leistung sehr stark an. Das heißt in anderen Worten, wenn wir die Stromstärke nur ein bisschen erhöhen, dann wird die Leistung erheblich mehr. Das ist also ein Merkmal dieser Selbstorganisationsprozesse. Und die Synergetik nun, bevor ich hier weitermache, ist also eine Systemwissenschaft, obwohl sie von der Physik ausgegangen ist, ist kein Physikalismus, das muss man immer deutlich sagen bei den Geisteswissenschaftlern, sondern eine Systemwissenschaft. Und da haben wir eben eine umfassende Theorie und viele Anwendungen entwickelt. Nun komme ich aber zu dem Hauptanliegen eines meines Vortrags eigentlich, nämlich zu Ihrer Tagung. Die Frage ist also, was kann die Synergetik, über die ich jetzt ganz kurz referiert habe, zur Frage der Entrepreneurship beitragen oder spezifischer zum Thema Ihrer Tagung Leadership, Education and Personality. Um es persönlich zu formulieren, ich bin der Meinung, dass sich Education and Personality Bildung nicht nur auf den Employee beziehen sollte, sondern genauso gut auf den Boss. Nun, das Hauptanliegen der Synergetik ist die Selbstorganisation. Was heißt das? Wir haben hier einen im Allgemeinen gewünschten Ordner, der einen Ordnungszustand repräsentiert oder einen bestimmten gewünschten Arbeitsablauf. Und dieser Ordner soll von selbst entstehen. Und da hat uns nun die Synergetik gelehrt, wie dies geht, nämlich durch indirekte Steuerung. Wir müssen hier zunächst allgemeine Kontrollparameter festlegen, zum Beispiel beim Laser die durchgeführte Stromstärke oder zugeführten Energien und so weiter. Kontrollparameter bedeutet auch Festsetzung allgemeiner Rahmenbedingungen. Und das fängt schon beim Staat an, in der Legislative, Steuern, Gesetze und so weiter. Das sind also interessante und wichtige Steuerungselemente. Die nächste Ebene wären dann Industrienormen, die Herstellung von Infrastrukturen, Energienetze, Datennetze und so weiter. Das geht natürlich jetzt herunter bis in die einzelne Firma. Und nun kommt ein zentraler Punkt der Synergetik. Nämlich, wir reden immer davon, dass alles möglichst stabil sein soll. Aber es gibt eine Dichotomie zwischen Stabilität und Adaptabilität. Entweder ein System ist sehr stabil, dann kann es nicht ändern, oder es ist eben flexibel, nicht so stabil, aber offen für neue Entwicklungen. Und ich glaube, das wird es eine Kunst sein, bei diesen indirekten Steuerungen dieses richtige Maß zwischen Stabilität und der Adaptivität zu finden. Ein wichtiger Punkt der Synergetik waren auch, wie ich gerade sagte, die Fluktuationen. Diese wirken als Trigger. Wenn wir das nun in den Firmenbereich zum Beispiel übertragen, dann heißt das, wir brauchen ständig spontane, persönliche Initiativen der Mitarbeiter. Wir müssen sie zum Mitdenken für diese Initiativen erziehen. Daneben gehört aber auch dazu die Bereitschaft der Community zur Kommunikation dieser neuen Ideen, zu ihrer Verstärkung und eventuell zu ihrer Realisierung. Dabei kommt es, wie wir auch wieder in der Synergetik gesehen haben, zu dem wichtigen Wettbewerb, jetzt in unserem Falle, der Ideen. Zugleich brauchen wir eine Förderung der Motivation zur Produktion dieser Ideen. Damit kommen wir zu einem wesentlichen Anliegen Ihrer Stiftung, der Steinbeis-Stiftung, nämlich die Weiterbildung. Und hier sehe ich ein anderes Problem noch, nämlich nicht nur die Weiterbildung
im Berufsleben, sondern auch schon früher. Wir stellen fest, das sehe ich immer wieder, dass wir in einer ungeheuren Mathematisierung der Wissenschaften und auch des öffentlichen Lebens leben. Das Schlagwort sind Algorithmen. Viele Leute haben vor Algorithmen Angst, aber ich glaube, es wird eine wichtige Aufgabe sein, den Menschen diese Angst zu nehmen. Und das kann nicht nur, sondern muss schon in der Schule, ja sogar im Kindergarten, Sie werden lachen, passieren. Und hier kommt es darauf an, dass wir eben immer darauf achten, dass die Mathematik nicht völlig abgehoben ist, sondern Beziehungen zur Realität hat. Wenn ich einem kleinen Kind sage, 1 und 1 ist gleich 2, dann sagt das, so what? Wenn ich aber sage, hier hast du einen Apfel und hier hast du noch einen Apfel, dann hast du 2 Äpfel, dann ist das schon wieder in seiner Vorstellungswelt etwas anderes. Aber das ist da schon Beginn eines Algorithmus, 1 und 1 gleich 2. Dann ein wichtiges Prinzip der Synergetik ist das Versklavungsprinzip. Und da habe ich etwas noch nicht erzählt, das muss ich aber jetzt noch nachholen. Nämlich, es stellt sich heraus, dass es hier 2 Typen von Variablen, von Größen gibt, die sich zeitlich ändern. Es gibt solche, die sich zeitlich sehr langsam ändern und solche, die sich schnell ändern und die dann, weil sie sich schnell ändern können, auf die langsamen veränderlichen Größen adaptiv reagieren. Also die langsamen veränderlichen bestimmen das Geschehen sozusagen. Das hat einen Januskopf, es kann dem System Stabilität geben, aber es kann eben auch die Entwicklung hindern. Manchmal frage ich mich, ob nicht manchmal die langsamen Größen in Ministerien und der Verwaltung sitzen. Ein schließliches Anwendungsgebiet vor wenigen Jahren in der Synergetik ist die, was ich die Smartification nenne. Mit anderen Worten die Vernetzung, die Verwendung immer stärkerer Methoden der KI, der Künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence, wie man heutzutage sagt. Das fängt an mit dem Smart Home, Smart Factory, Smart City bis hin zu Smart Society. Und was passiert hier? Was hier passiert, ist etwas, worüber gerade in diesem Jahr der Ökonomie-Nobelpreis verliehen worden ist, nämlich praktisch, was man dort in der Fachwelt sagt, für Nudging. Nudging bedeutet, dass die sanfte, indirekte Steuerung, dass man jemand nicht sagt, du musst das und das tun, sondern dass man die Möglichkeiten, die ihm bestehen, aufzeigt. Das ist übrigens auch ein wichtiges Gebiet in der Psychologie und Psychotherapie. Also, um es zusammenzufassen, die Synergetik ist eine Lehre von der indirekten Steuerung. Wie bringe ich etwa in der Firma meine Mitarbeiter dazu, dass sie bestimmte Arbeitsabläufe in eigener Initiative durchführen können und dann etwa die Effizienz, darauf kommt es letztendlich ja auch mit an, erhöhen. Ich habe hier versucht, Ihnen einen kleinen Abriss der Synergetik zu geben. Das war natürlich sehr, sehr kursorisch. Ich bin mir sicher, dass hier vieles offen geblieben ist in meiner Rede. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Denkanstoß geben konnte und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Professor Hagen. Gibt es Fragen noch? Wir haben noch 5 Minuten für Diskussionen. Vielen Dank für diesen wahnsinnig interessanten Vortrag und die Verbindung von physikalischen Prozessen mit der sozialen Welt. Was mich interessiert ist, können Sie 3 praktische Beispiele nennen, wie man die Fluktuation erhöhen kann? Ja, also die Fluktuationen kann man also in dem Kontext, den wir hier besprochen haben, erhöhen, indem Mitarbeiter immer wieder angeregt werden, in eigener Initiative Vorschläge zu machen, Verbesserungsvorschläge, etwa in der Automobilindustrie, für die Produkte, aber auch für die Arbeitsabläufe oder
Das kann auch auf politischer Ebene sein, dass jemand eine Idee propagiert, die vielleicht nicht so ganz populär ist, zunächst nicht populär ist, aber die dann auf breite Resonanz stößt. Also bei diesen Fluktuationen ist immer etwas wichtig, nämlich ein Wechselspiel zwischen denen oder den Agenten oder Agentien, die die Fluktuation erzeugen, und den Rezipienten, wo man also dann, das also ist sozusagen wie das Saatkorn, das auf einen fruchtbaren Boden fallen muss. Und das ist eben auch eine andere Frage, die nicht nur die Mitarbeiter selbst betrifft, sondern die ganze Firma meinetwegen, dass sie aufgeschlossen ist für neue Ideen, dass sie diese diskutieren und eventuell auch bei einem Wettbewerb der Ideen in die Tat umsetzen. Ja, Sabine Jepsen, ich muss sagen, dass ich irgendwie total dankbar bin, dass ich hier bin, weil ich jetzt eingestehen muss, dass ich dummerweise Ihren Namen gar nicht kannte. Also ich bin systemische Beraterin und habe natürlich von den Theorien von Varela und Maturana gehört, die ja auch die Selbstorganisation diskutiert haben. Und ich glaube einfach, dass diese Theorien ja im Grunde auf Ihren Forschungen beruhen und finde das einfach, ich möchte das einfach nochmal ganz ausdrücklich ja, betonen und mich einfach bedanken. Ja, weil Sie das sagen, also Maturana und Varela sind natürlich sehr geläufig, aber sie sind eben sozusagen nur die Repetition von Bekannten. Die Maturana und Varela heben nicht auf das Neue ab. Und das ist ja gerade das Ziel der Synergetik. Wie entstehen neue Strukturen? Wie kann ich das fördern, diese Prozesse, die etwas qualitativ Neues hervorbringen? Vielen Dank, Professor Hagen. Vielen herzlichen Dank.